So, man glaubt es kaum, aber wir sind zurück bei Resident Evil. Hat ja auch, also wenn wir ehrlich sind, nur 27.2. Ja, fast ein Jahr. So fast ziemlich genau 11 Monate gedauert. Aber wir sind wieder hier. Juhu, juhu, juhu. Mit Chill. Er hat mehrere Gründe gehabt, vor allem die Zeit halt. Ich werde jetzt immer wieder mal sporadisch schauen, dass ich da wieder reinkomme mit den Videos machen. Ja. Ich musste mich jetzt natürlich, da wir, wie gesagt, ein Jahr jetzt Pause gemacht haben, wieder mal schauen, wo war. Ich habe mir mal so ein paar ältere Videos angeschaut, hin und her, und festgestellt, dass wir jetzt die Crank ausgerüstet haben, um dort in dem Gartenhaus zu schauen, ob wir die da benutzen können. Und das habe ich jetzt einfach mal ausprobiert, ohne euch. Ganz heimlich, damit das jetzt nicht gleich startet und wir erstmal planlos rumlaufen. So, hat nicht funktioniert. Und deswegen werden wir uns jetzt weiter mal im Herrenhaus bewegen. Haben einen kleinen Tipp bekommen von einem User, der gesagt hat, ja, schau einfach mal im Herrenhaus weiter. Ja? Mehr wollte ich mich da auch gar nicht spoilern. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Er hat so auf den zweiten Stock getippt. So. Ich lasse das jetzt einmal gelten. Ich habe jetzt sonst ja nie irgendwie eine Komplettlösung oder so benutzt. Bis jetzt auch noch nicht. Nur diesen Tipp lasse ich gelten, einfach nur um den Flow jetzt mal weiter aufrechtzuerhalten. Werden wir uns gleich natürlich in den zweiten Stock begeben. Wir lassen jetzt die Crank mal hier, weil wie gesagt, die brauchen wir ja doch nicht. Die war wohl nur dazu da, um das Wasser abzulassen in Folge 11 oder so. Hat also ihren Zweck erfüllt. Jetzt schaue ich mal, was wir mitnehmen. Die Python hat noch 6 Schuss. 6 Schuss. Der Schotti. Ich würde sagen, wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Was auf uns zukommt. Deswegen Magnum Rounds habe ich doch noch. Wir nehmen Magnum Rounds mit. Ja, Magnum Rounds. Hier haben wir Mixed Herbs, Blau und Grün war, soweit ich weiß, ja volle Power wieder aufzupäppeln und ein kleines Grünes. Wir starten einfach so, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir tun auch die Python. Nee, Shotgun lassen wir mal. So, ja, hat sich einiges getan und ganz witzig, ich kann jetzt mit dem PS4-Controller hier spielen. Der ist ein bisschen zu sensibel, habe ich gemerkt, deswegen nicht wundern, wenn ich noch mehr an Wänden kleben bleibt und was auch immer als sonst. Ich versuche hier gerade normal zu drehen und der geht in alle Richtungen. Aber muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Na, PS4. Das hätte doch kein Mensch gedacht, dass wir Resident Evil 1 mal mit der vierten PlayStation-Generation Eingabegerät Pad-Dingsbums spielen. Naja, so ist es. Okidok. Moment. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Das Ding ist, wenn man Resident Evil spielt, hat man ja so schon Schwierigkeiten irgendwie, sich zurechtzufinden. Und jetzt habe ich es ein Jahr lang nicht mehr gespielt, ne? Die war verschlossen immer. Die war verschlossen. Und, ah, wir haben doch einen Schlüssel. Ich habe doch gerade einen Schlüssel im Inventar gesehen, oder? Moment, Moment. Jawohl, der Helmet Key. Der Helmet Key hat Nothing Important, hat ein Helm eingraviert, wie der Name schon sagt. Da ist er. A Carving of a Helmet. Und das hat wahrscheinlich unser treuer Zuschauer gemeint hier im gehen zweiten Stock. Mal Mikro kurz ausrichten, so. Das probieren wir jetzt einfach mal. Da bin ich gespannt. Ich bin so gespannt. So arg lang kann Resident Evil 1 eigentlich gar nicht mehr gehen. Die war gar nicht verschlossen. Wo war die verschlossene Tür? Ich weiß, dass im zweiten Stock eine war. Kann gar nicht mehr so lang gehen eigentlich, oder? Bin mir nicht sicher. Wir haben jetzt schon ein paar Spielstunden. Wie gesagt, ich hab's. You've used the helmet key. Jawohl. This key is useless now. Discard. Yes. Wenn useless, dann. Oh, da haben wir nochmal einen Slot jetzt. Sollen wir nochmal zurück was holen? Nein. Wir wagen es jetzt mal. Jetzt haben wir so lange nicht weitergespielt, jetzt wollen wir auch mal Action sehen oder sowas. Oh Gott. Hallo? Ein großer Raum, der tatsächlich noch unerforscht ist von uns. Kann man die Bilder angucken? Nee. Schachbrettmusterboden. Was
Was haben wir hier? Ein Kamin? Da hinten ist ein Schrank. Nee, ein Klavier oder sowas. Keine Ahnung. A hole opens in the fireplace. Aha. Das heißt, da ist ein Loch oder irgendwas. Kann ich denn schieben? Nee. Wäre ein schlechter Kamin, oder? So, was haben wir hier? Gar nichts. Und es ist wirklich ein Klavier. Oh, wenn das sehen, habe ich immer ein bisschen Angst. Leck mich am... Eine Schlange, da nehme ich doch meine Blutung, das passt. Alter. Das... Oh, Alter. Jetzt will ich da reinnehmen. Alter. Ich habe keine Magie mehr. Danger? Okay. Das sieht ja schon mal zum Kotzen aus, ich glaube. Ich bin immer noch auf Caution. Ich glaube, wir werden gleich mal sterben jetzt in der ersten Folge, die wir jetzt ein Jahr später wieder mal spielen können. Scheiße. Das schaffen wir niemals. Ja, und tot. Leck mich am Arsch. Okay. You're dead. Nee, you died. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Okay. Schnell nochmal neu geladen. Ich bin immer noch unter Schock jetzt von, der Stelle vor dem Schnitt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das heißt, wir müssen uns besser preparen. Wir brauchen auf jeden Fall... Leck mich am Arsch. Wir brauchen auf jeden Fall viel... Moment. Viel Energie. Diese komische Crank haben wir gesagt, lass mal weg. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was... Das hat uns nicht ganz die Energie aufgefüllt, blau und grün. Komme ich nicht zu meinen Files? Ich hatte doch Files, oder nicht? Wo auch ein Buch war, mit den Mixturen, oder nicht? Habe ich das abgelegt? Kann man das ablegen? Nee. Ach du Scheiße, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Nee, Moment. Wir gucken mal. Wenn ich ein anderes Herb, Green Herb... So. Oh, diese Pet. So, Moment. Jetzt tun wir mischen. Oh, ich bin ganz aufgekratzt jetzt. Combine. Ja, ja. Zwei Grüne. Zwei Grüne ist doch bestimmt gut. Jetzt nehmen wir die Magnograms. Leck mich am Arsch. Diese komische Schlange war total unbeeindruckt. Der Schlüssel. Der discarded, ja, der ist useless, nachdem wir aufgeschlossen haben. Das heißt, wir werden jetzt kurz mal aufschließen und dann nochmal zurückgehen und uns nochmal ein Hörb mitnehmen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja... Die Bazooka. Für so ein Viech bräuchten wir die Bazooka. Und das Dumme ist, wenn die Schlange kommt, ja, dann haut die dieses Loch in den Boden und dann ist man da hinten in der Falle. Man kann gar nicht weg. Also man kann gar nicht irgendwie schießen, wegrennen. Die greift so schnell an. Lecco mio, lecco mio. Ecken sind die zweitgefährlichsten Gegner in Resident Evil. Nach der Schlange, die Ecken. Ecken von den Fluren. Mein Mikro verstellt sich immer. Mann. Das Equipment gibt den Geist auf, langsam jetzt nach einem Jahr. So, you've used the helmet key. Jawohl. This key is useless now. Discard yes. Okay, jetzt nochmal kurz zurück. Also, wir haben gesehen, es lohnt sich. Lohnt sich. Also hoffe ich zumindest, aber ich meine, ich habe so ein ganzes... Oh Mann, links, rechts. Ich habe so ein ganzes hier Herb-Arsenal vorhin reingeblasen. Ja gut, es war ein grünes und ein blaugrünes. Und es hat halt die Schlange überhaupt nicht tangiert so. Keine Ahnung, die denkt auch, friss was du willst. Ich beiß dich jetzt auf jeden Fall in Stücke.
vielleicht mixen wir noch ein grünes und noch ein grünes zusammen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wenn wir noch genug Grüne haben, ich bin jetzt ganz sicher. Rot war ja gegen Poison, glaube ich. So, dazu müssen wir ganz kurz was ablegen. So, dann nehmen wir wieder zwei Grüne. Ich habe doch mal viele eingesammelt, also da bin ich mir echt... Queen oder Queen und Blue. Das ist jetzt die Frage, was mehr gibt. Wir haben jetzt Queen, Blue, Queen, Queen. Dann nehmen wir nochmal Queen, Queen. So, muss ich nochmal hier raus, um das kurz zu kombinieren. Ja. Zack. Zack. So. Und dann nehmen wir die Rounds wieder mit. Und dann sind wir equipped. Also mehr kann ich nicht, ne? So, ich würde sagen, ich flitz ganz fix kurz mal zum Dingsbums. Oder? Ja, ich flitz kurz zum Speichern, dass wir das Equip haben, weil wir werden jetzt bestimmt nochmal sterben. Und dann muss ich das hier alles gerade nochmal machen. Sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe kurz gespeichert. Ein Equip benutzt hier links an der Schreibmaschine meinen neuen Speicherstand Resident Evil konform eingetippt. Und... Oh mein Gott, ich weiß es jetzt schon. Die Folge ist schon bald vorbei und die wird wahrscheinlich enden, indem wir jetzt ein zweites Mal gegen das Schlänkchen, ja, qualvoll irgendwie verrecken werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht soll ich gleich mit der Python anfangen und nicht mit der Shotgun, weil ich habe so das Gefühl, die ist doch ein bisschen stärker. Das machen wir auch. Ich bin mir jetzt sicher, kann man nur auf den Kopf schießen? Das habe ich jetzt einfach mal halt nur gemacht. Oder kann man auch auf den Körper? Ich möchte halt keine Munition rausblasen, einfach. Ach, Entschuldigung. So. Schauen wir mal. Jetzt rüsten wir erstmal ganz kurz so die Python aus. 6 Schuss haben wir. Das heißt 12 Schuss. Oh Mann, ich sehe echt schwarz, ey. Wir tun einfach nochmal so, als hätten wir es noch nicht angeguckt. Und los, einfach los. Einfach los. Oh mein Gott. Aber wir hier gleich Glück haben, so. Dank! Oh mein Gott. Okay. Und bam. 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 Jetzt kann ich weg. Okay. Ach, guck mal, da hab ich nicht mal Zeit, um mich umzudrehen. Und ich habe gar keine Muni mehr drin. Doch, hab ich. Hä? Okay, wie sieht's aus? Caution. Sollen wir schon was nehmen? Wir nehmen schon was. So, 0 Schuss. Combine. Zack. Und weiter geht's. Oh, die tut mich ein. Eindingsen. Habe ich so das Gefühl. Oh, nee. Oh ne, ich muss runterzielen. Ach komm, das ist doch... Oh Mann. Jetzt wahrscheinlich noch einmal, ne? Ja. Fuck, Danger. Wir nehmen mal grün. Oh ja, das bringt mehr. Okay, ein Schuss noch. Oh Mann. Da kann man halt... auch nicht recht zielen. Jetzt haben wir keinen Schuss mehr. Schotti equippen. Oh, Bitch. Die schießt halt aus so lahm. Oh, mein Gott. Oh, die ist tot. Oh, mein Gott. Wir haben es geschafft. Kurz mal gucken. Der Hinscher. Alle. Leck mich am Arsch. Gott sei Dank sind wir nochmal zurück. Und haben Herbals aufgefüllt. Oh, und da verdunstet sie, die alte Bitch. Oh, nee. Aber ich bin gerade so froh. Guck mal in das Loch. It's too dark to see anything. Hallo? Barry! Alte Socke! Jill, have you found anything interesting? Ach ja. Yes, but I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Barry hat do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Die Dialoge sind so geil.
Okay. Barry taucht immer im richtigen Moment auf und hat immer alles dabei, was man so braucht. Ach du Hey, Scheiße. what's going on? Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. Was? I'll go and get another rope. Ach, ich hab gedacht, der hat mich jetzt absichtlich Barry? Hier. Barry? Leck. Ich hab gedacht, der hat mich absichtlich da irgendwie fallen lassen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin übel angespannt, aber es macht wieder richtig Spaß. Ich bin froh, dass ich wieder mich dazu entschlossen habe, hier mal ein bisschen weiterzumachen. Und ich würde sagen, ich nehme gleich die nächste Folge auf. Hä? Was soll der Geiz? Wer weiß, wann ich wieder das nächste Mal Zeit habe für Resident Evil. Machen wir hier Break. Die nächste Folge kommt auf jeden Fall ganz schnell. Und Moment, da kommt noch eine Scene. Oh la, die lassen mich nicht pausieren. Hey, are you there, Jill? Grab the rope. Moment, ich will doch noch gar nicht hoch. Barry, Alter, ich wollte doch, ich... Okay. I'm sorry, Jill. I didn't know that was going to happen. Sorry. I was really careless. Are you okay, Barry? Maybe you're getting tired. No, I'm all right. Don't worry. Jill. Okay. I found something. Was hast du gefunden, Bixie? Pass number. Pass number 8? 0830. Okay. Pass number has been filed. Thank you. I'll take this then. Okay. Aber ich hoffe, man kann wieder runter jetzt, weil ich wollte mich da schon umschauen, ne? Also tiefes schwarzes Loch. Gucken wir mal. There's a rope. Kann man machen. Descend it. No. Wieso descend it? Kann ich nicht mehr runter? Yes. Ah, okay. Ja. Ausdrucksweise. Gut, ich geh's runter. So. Und wie gesagt, nächste Folge gucken wir mal, was hier unten gibt. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Bye, bye.